Ja, jetzt hier willkommen zum dritten Teil vom Lutendo-Experiment, nenne ich das jetzt mal. Ich bin positiv überrascht. Meine Bewerbungen wurden tatsächlich schon aktiviert, akzeptiert. Das hat für alle drei, eigentlich waren es vier, darüber rede ich gleich, für alle drei nicht mal 3 Tage dauert. Ein Produkt wurde sogar schon am nächsten Tag direkt akzeptiert. Und heute zeige ich euch, wie es jetzt weitergeht. Also wir bestellen einmal über Amazon und da müssen wir dann eine Bestell-ID übermitteln. Weiter geht's nach dem Intro. So Leute, ich bin positiv überrascht. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier auf Lutendo und habe mich auch schon mal angemeldet. Und hier könnt ihr sehen, die erhaltenen Zuschläge, alle drei wurden schon akzeptiert. Und das hat nicht mal 3 Tage gedauert. Bei irgendeinem von den Produkten war es sogar schon am nächsten Tag soweit. Und jetzt wollen wir einmal beispielhaft zusammen uns das Ganze kaufen. Hier kann man die Order-ID hinterlegen. Hier kann man das Ganze stornieren. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Review zum Produkt schreiben. Kann ich noch nicht machen, weil habe ich noch nicht. Dann bewerte das Produkt zunächst auf dem Marktplatz und hinterlege hier im Anschluss den Link zur Bewertung. Kann ich natürlich auch noch nicht machen. Chat mit diesem Händler öffnen. Hinweis zur ausgewählten Kampagne und Website öffnen. Das werde ich jetzt einmal schnell machen. Lies dir bitte nochmals die Bedingungen aus dem Verkaufskampagne durch. Bitte teile uns die Order-ID des Kaufs mit, damit wir deinen Kauf zuordnen können. Bitte teste und bewerte das Produkt. Nach Erhalt der Bewertung überweisen wir das Geld unverzüglich per PayPal zurück. Bei Fragen oder Anregungen schreibe uns bitte zurück, damit wir das Angebot und unser Produkt noch weiter verbessern können. Für jeden hilfreichen Tipp sind wir dir sehr dankbar. Bitte denke daran, wie wichtig deine Bewertung ist und dass du anderen Nutzern mit konstruktivem Feedback und Vorschlägen sehr hilfst. Gut, wir klicken also als erstes hier auf. Bitte beachte beim Kauf von was du mit der gleichen Account bestellst, wie im Nintendo hinterlegt ist. So, genau. Hier gehen wir auf einmalige Lieferung. Menge 1 in den Einkaufswagen. Weiter zum Kaufabschluss. Jetzt kaufen. So. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Order-ID die Bestellnummer ist. Deswegen kopiere ich die mir einmal. Gehe wieder zurück. Order-ID hinterlegen. Bitte beachte, dass die Order-IDs ab sofort geprüft werden. Falsch hinterlegte Order-IDs führen zur Sperrung deines Accounts. Bitte beachte, dass Bestellstornierungen auf Amazon absichtlich falsch hinterlegte Order-IDs sowie bla bla bla. Einfügen. Speichern. Was zum Bestell-ID hinzugefügt. Jetzt gucken wir nochmal auf. Bitte teile uns die Order-ID des Kaufs. Bitte teste und bewerte das Produkt. Genau, so jetzt warte ich, bis das Produkt bei mir ist und dann kann ich es auch erst bewerten. Und nachher halt der Bewertung überweisen wir dir das Geld unverzüglich per PayPal zurück. Also, erst nach der Bewertung bekomme ich dann die Kohle. Machen wir es noch einmal beispielhaft für die Grillmatte. Also einmal hier drücken. Ach Quatsch, mein Gott. Einmal hier drücken. Dann wird man auf Amazon weitergeleitet. Dann in den Einkaufswagen. Weiter zum Kaufabschluss. Jetzt kaufen. Hier war natürlich echt blöd. Ich muss jetzt die 3,50 Versand bezahlen. Das ist nicht so cool. Aber es ist trotzdem noch ordentlich gespart.
Dann gehen wir hier auf Order-ID hinterlegen. Einfügen die Bestellnummer, ja. Diese hier. Die kriegt ihr auch nochmal per E-Mail. Dann drückt ihr auf Speichern. Dann steht hier oben Amazon Bestell-ID hinzugefügt. Hier steht es dann auch. Status Order-ID hinterlegt. Status Order-ID hinterlegt. Ich denke, ihr habt es verstanden. Ich brauche das jetzt nicht nochmal machen. Ja, das nächste Video wird dann, also ich denke mal, in 1, 2 Wochen erst kommt das. Ich muss ja die Produkte erstmal prüfen. Und ja, dann vernünftig bewerten. Dann muss die Bewertung von Amazon freigegeben werden. Und dann kann ich auch erst hier die Bewertung übermitteln, um dann erst das Geld zu bekommen. Kommen wir direkt zum Fazit. 4 von 5 Sterne, weil ich erst akzeptiert werden muss. Und ja, ein anderes Manko gibt es jetzt erstmal nicht. Jo, 4 von 5 Sterne für Lutendo. Nur weil ich jetzt hier 2 Tage gewartet habe. Wäre natürlich viel cooler, wenn man wie bei Tiger Deals sofort akzeptiert wird quasi und direkt dann. Aber gut, bei Tiger Deals hat man jetzt dadurch den Nachteil, dass man immer up to date sein muss, quasi. Irgendwann läuft die Zeit ab und dann gibt es halt nicht mehr das Produkt. Dann ist die Zeit halt abgelaufen und du hast halt verkackt, ja, quasi. Gut, wie gesagt, 4 von 5 Sterne für Lutendo. Leute, ihr wisst es, abonnieren. Abonnieren, Leute. Bis demnächst.